Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Space Marines. Ja, da stampft er noch, der Kumpel. Tür auf, weiter geht's. Wir müssen ihn ja erreichen, auch zusteigen, in Anführungsstrichen. Oh. Waffe. Lüften. Und jetzt gibt's was Schweres. Auf die Nuss. Lustigerweise bin ich mit der Laserkanone richtig, oder einigermaßen, nicht richtig, aber einigermaßen gut. Qualmt schon. Ja, komm, schalten wir mal um auf den Bolter. Okay, da hat nicht mehr viel gefehlt. Die Wildheit spare ich mir natürlich. Spare ich mir natürlich auf. Noch Granaten. Granaten kann man immer gebrauchen. Auf nach oben. Enoch, ich habe ein Ziel für Sie. Der Orbitator. Der Turm. Aber Captain, er ist der Meisterwerk des Maschinengottes. Er liefert Energie für das Warp-Portal darüber. Der Turm muss fallen, wenn die Invasion enden soll. Ich verstehe. Sturmbolter. Ja, den nehme ich gerne mal mit. Den hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Jetzt habe ich zwar meine geliebte Laserkanone abgegeben, aber der Sturmbolter ist auch nicht schlecht, zumindest im Tabletop. So, jetzt mal drauf. Wohin muss die Energiequelle? Über die Armaturen zur Steuerbordseite, Captain. Ich öffne eine Wartungsapsis für das Vulkangeschütz. Protokolle ausgesetzt. Zugriff autorisiert. Die Apsis ist unter Ihnen, Captain. Sich ruhig rumteleportieren, du Arsch. Wie komme ich denn jetzt hier weg oder hier runter oder? Hält denn der aus, der Blödmann? Auch nicht noch so ein Scheißvieh.
Boah. Geschütz, Captain. Wo muss ich denn hinspringen, Leute? Also da auf jeden Fall nicht. Ach, da hinten wird das angezeigt, alles klar. Uiuiui, Energie knapp, alles knapp. Aber wir haben diese Drecksäcke erledigt. Und das war zwar nicht auch nicht elegant erledigt, aber okay. War bewundernswert, Enoch. Das Warp-Portal schließt. Maschinen, Gott sei Dank. Alle Systeme werden abgeschaltet. Boah. Das war nett. Und das war auch ein ganz netter Schuss. Aber wir sind noch nicht am Ende. Es geht hier noch flink weiter. Aktivieren. Es ist geschafft, Titus. Aber Nemaroth und sein Dämonenheer sind immer noch frei. Aber er ist auf dieser Welt gefangen. Und umso dringender braucht er die Energiequelle. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Gute Neuigkeiten dazu. Leutnant Mira sagt, die Befreiungsflotte ist jetzt im System. Die Inquisition wird sicher Boten mitgeschickt haben, Captain. Vielleicht können wir ihnen das Gerät geben. Die Inquisition ist bereits daran gescheitert, seine Ausbeutung durch das Chaos zu verhindern. Nie wieder darf jemand das Gerät benutzen, Leandros. Nie wieder. Leutnant Mira soll eine Walküre schicken, die uns abholt. Ja, Captain. Ich nehme an, mit dem Bolter auf die Energiequelle zu schießen. Hilft nicht? Zu riskant. Wir könnten ein weiteres Warp-Portal öffnen. Auf MacGreg werde ich es dem Ordensmeister und seinen Skriptoren anvertrauen. Und bis dahin? Mein bester Bruder wird sie zum Angriffskreuzer bringen und einschließen. Also wir behalten definitiv den Sturmbolter noch. Der hat mir gerade ganz gut gefallen, auch wenn die Streubreite natürlich extrem... Oh. Bringen Sie dieses Ding in Sicherheit, Sergeant. So schnell ich kann. Und was machen Sie, während ich diesen kleinen Botengang erledige? Es gibt noch immer Tausende von Verrätern und Ketzern auf dieser Welt. Ich habe vor, Ihre Reihen auszudünnen. Leutnant Miras Walküre ist unterwegs, Captain. Bestens. Wir gehen zum Landeplatz und warten auf den Chaos-General. Okay, weiter geht's im Programm. Erstmal zu Lieutenant Mira. Ja, und wie ich so sehe, sind wir natürlich am Ende einer Folge wieder angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir natürlich durch diese Tür gehen, wenn es wieder heißt, Let's Play Space Marine. Bis dann, Leute. Tschüss.